Hallo, ich mache gerade ein kühles Getränk auf. Ah, mögt ihr das Geräusch? Zusammen mit dem Vorspann von Stonekeep, denn das spielen wir gleich. Ich wünsche euch viel Spaß. Geht ab. Ja, genau. Und da läuft gerade das Interplay-Logo nochmal in wunderschönster 3D-Grafik über den Bildschirm. Wir grüßen Chris, Fridjof, Keegan, Tony Woodcock, Lobos, Cloud9, Deshi, Bounty, Hooked Daisy ist auch da, Bratwurst Germany und ja, Stonekeep hatten wir schon länger nicht mehr, aber ich hatte ja mal gesagt, dass wir das immer wochenweise abwechselnd machen. Ich überspringe heute ausnahmsweise mal den Vorspann. Und dementsprechend ist jetzt Stonekeep-Woche. Ich meine, so lang dürfte das da auch nicht mehr sein, ne? Ja. Warhammer Total War 2, wollt ihr? Das hat er jetzt aber damit gar nichts zu tun. Wir haben hier zwei ziemlich schwere Aufgaben zu lösen. Die eine nennt sich Stonekeep, die andere nennt sich Minecraft, wenn ihr das Programm verfolgt. Und diese Aufgaben sind schon nicht ohne. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ja, war ich so schlau und habe letzter Safe genommen? Ja, ne? Das war diesmal wirklich, wirklich sehr, sehr lange her. Wir sind in den Ice Caverns. Und ist das der letzte Safe, liebe Leute? Sagt mir das gerne. Ich glaube ja. Wir haben uns noch nicht viel bewegt in diesen Ice Caverns. Und versuchen das jetzt mal. Da vorne ist der Typ. Wir machen unsere Leute auf. Oh, guck mal, wie wir leuchten. Wir sind mega kalt. Und sind bereit, oder? Nochmal. Wo ist mein Inventar? Hey. Würde gerne mein Inventar. Da muss ich hinklicken. Ja, da haben wir es. Okay, ihr seid bereit. Ich bin bereit. Let's go. Nee. Doch, jetzt reagiert er. Den Typen müssen wir noch umhauen oder ist das ein Freund? Einfach totklicken den, der kann doch nichts. Komm. Was gibt's denn hier? Das kann doch nicht sein. Wieso kriege ich auch keinen Schaden? Das verstehe ich. Sag mal, war das jetzt irgendwie hatte ich das Gefühl. Haben wir jetzt gleich am Anfang Fehler gemacht. Wir haben so lange nicht mehr gespielt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir den jetzt nicht töten müssen, oder? Das war doch unser Freund, ne? Guck mal, jetzt hat er so ein geiles Schwert gedroppt, auch nicht schlecht. Das müssen wir uns ganz kurz angucken. Und dann laden wir aber noch mal. Das war doch ein Freund, oder? Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. So, wir gucken mal, wo sind die Gegenstände, die Items? Da sind sie. Einmal rückwärts und zack. This sword is made from ice. Ach was. Aber sieht so ein Freund aus, sagt Bratwurst Germany. Nicht schlagen. Ja. Nee, wir laden nochmal. Guck mal, gleich einen Fehler gemacht von Anfang an. Wir machen Load. Wir machen das. Und dann, das war ein Kumpel von uns. Ich erinnere mich so langsam. Was ist los mit dir, Buddy? Der hat uns irgendwas erzählt. Wir gehen mal hier rechts gucken, ob da noch was ist. Ich schätze mal, das wird auch nur eine Sackgasse sein. Nee, ist es nicht. Seltsam, wo geht's denn? Hier geht's noch lang. Ah, nee, nicht wirklich. Was bringt ein Freund, der so schnell stirbt? Wer hat das gesagt? Hab ich gerade gelesen hier. Hey, was? Was? Wird uns kalt? Müssen wir schnell sein? Habt ihr das gesehen? Shit, okay. Also. Ich schätze mal, da kommen wir her. Nee, da kommen wir nicht her. Da müssen wir lang. Komm, wir gehen da mal lang. Ist wieder verschüttet. Manchmal konnte man das ja irgendwie wegkloppen. Ich glaube, jetzt nicht. War ja dann am Ende doch egal, welche Waffe man nimmt, um diese Steine zu entfernen. Ich hoffe, dass auch so eine Wurfaxt. Nee, sagt mir das ja schon, ne? Wir gehen wieder zurück und gehen jetzt hier geradeaus, weil hier scheint wirklich eine Sackgasse zu sein. Da wird sich später
Was man natürlich, Deshi sagt das gerade, Feuer, ne? Sollen wir hier mal Feuer drauf pusten? Mit einem Zauberstab. Wir haben hier den. Nimm ihn mal in die Hand, guter Mann. Hier. Jawohl. Tu deinen komischen Wurfstab weg. Und wir machen jetzt einen Feuerball. Achtung. Nee, hat nichts gebracht. Wir erfrieren trotzdem. Erfrieren wir wirklich oder irre ich mich? Okay. Ja, vielleicht waren das doch keine Eisblocks. Vielleicht waren das einfach Steinblocks. Deswegen ging das nicht. Also hier links lang. Vor denen brauchen wir keine Angst haben. Das sind unsere Freunde. Eine ganze Menge von denen. Wir behalten unsere Energie. Wir haben 116, 136. Verlieren wir hier wirklich kontinuierlich? Oder wo kommen diese Sounds her? Und jetzt sind wir im neuen Gebiet. Ja, wir erfrieren langsam. Tatsächlich. Das ist ja mega, mega gefährlich. Ich hasse sowas, wenn es auf Zeit geht. Zum Glück haben wir gut gespeichert. Deswegen gehe ich jetzt hier mal ein bisschen fixer. Das scheint... Eissporen! Wir greifen sie an. Die Fee von rechts fiel. Wen haben wir ganz... Alter, was geht ab? Eingefroren! Was blinkt hier alles? Ich krieg gleich einen epileptischen! Ist ja mega krass! Hau sie um! Hallo? Okay, wir haben gerade gegen komische Eismonster gekämpft. Uns geht's noch gut. Ich würde jetzt hier noch mal ganz kurz speichern. Wir haben ja tatsächlich ein bisschen was geschafft. Und zwar nehmen wir den Speicherstand. Also, auf die Map geguckt. Loot gab's ja leider nicht hier. Ich sehe nichts. Wir erfrieren, also weiter. Ist hier schon wieder so ein Stein? Mist. Okay. Kurz gucken, haben wir irgendwelche Gänge verpasst? Ja, selbstverständlich. Ich will den hier zuerst rechts mal auschecken. Das ist wieder eine Sackgasse. Am westlichen Kartenrand gehen wir gerade lang. Jetzt gerade nach Süden. Jetzt sollten wir aber... Jetzt gehen wir wieder auf den Kartenrand zu. Gucken wir mal kurz nach Norden. Oh, wir müssen echt aufpassen. Halt das mal im Blick hier. Noch haben wir genug Energie. Ich will ungern nochmal gegen diese Eissporen kämpfen. Die waren sehr, sehr seltsam. Das waren das 5 Stück, habe ich das richtig gesehen? Okay, hier geht's im Kreis. Da waren wir eben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Okay, jetzt... Gehen wir nach Osten die ganze Zeit, am südlichen Kartenrand lang und kartografieren das Ganze einmal. Hier können wir... ja, südlicher Kartenrand wird abgescannt. Wir machen das relativ fix, das wieder ein Buddy. You are, yes, he is, Mad Wreck is, yes, Mad is Wreck, kill you all, Wreck will, die! Das bisschen irritierend, aber er läuft Spalier, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ja, hier sollte es ja jetzt nach links und rechts gehen. Ast rein, deswegen schließen wir links erstmal den Kreis. Shit. Was? Ich glaube, wir müssen uns mal eine Runde heilen. Was sagt ihr? Komm. Geht das noch nach hinten los?
Raus das Ding. Hallo, wer ist denn immer noch? Wir heilen uns. Wir heilen uns nochmal. Okay, das reicht erstmal. Schnell wieder eine anständige Waffe in die Hand nehmen. Ich würde nochmal kurz wechseln. Diese Wurfwaffe lassen wir da mal liegen, weil wir haben hier diese Eisdinger. Holy shit, Alter! Überall! Was ist hier? Uff steht da rechts oben. Seht ihr das? Wir sind geufft. Wobei, das sieht fast aus wie... Nee, das kann nicht sein. 00F sieht halt auch aus wie Hexcode. Aber, wir sind geufft. Nee, bei denen ist das gar nicht schlecht, die Wurfwaffe zu haben. Zack. Noch geht's uns gut. Ich versuche das jetzt hier relativ schnell. Ich glaube, wir haben auch was. Oh Mann. Wir haben gerade von links noch gekriegt, deswegen mache ich einen Schritt zurück. Und kämpfen jetzt gegen die. Da ist er, seht ihr? Komm her, du Eismonster! Treff dich! Uiuiui, wieso geht das Ding hier rechts oben immer zu? Wir müssen uns noch mal heilen. Das ist mega gefährlich hier. Ich hoffe nicht, dass diese... Hallo. Ich hoffe nicht, dass diese Eismonster neu spawnen. Heilung aktiviert. Ah, guck mal, wir sind hier irgendwie verzaubert. Böse verzaubert. Irgendeine böse Verzauberung ist auf uns drauf. Das mal gefällt uns gar nicht, aber ich hoffe, die entfernt sich von selber. Kann man das einmal kurz checken? Afflictions, Enchantments und Debuffs oder so stehen hier jetzt nicht. Nee. Oh, da ist noch so einer. Ich mach den mal schnell platt. Komm ran da. Seltsame Ding. Hört ihr das? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich die überhaupt umhaue oder ob die sich wegzaubern. Ob das überhaupt Gegner sind oder ob ich schon wieder die falschen Leute verprügel. Langsam macht sich ein bisschen Panik breit hier unter der Erde. Labyrinthartig, wie wir uns hier verlaufen. Gut geklickt, wunderbar. Wir sind jetzt immer noch hier außen. Oh, ist das fies. Oha, wir kriegen richtig Schaden. Einmal Heilung. Okay, da geht's denn zu schnell. Ich wollte während dem Kampf heilen, aber habt ihr gesehen, dass das nicht funktioniert. Wenn man erst das Ding in die Hand nehmen muss, dann das Ding schließen muss, dann im Spiel linke Maustaste drücken, damit er den Stab rausholt, dann wieder in dem Charakterfenster raufklicken, um den Spruch zu wirken, das ist leider nicht unbedingt zeitlich machbar in so einem schnellen Kampf. Schade. Wir haben ein paar Meter gemacht gerade. Jetzt müssen wir das nochmal tun. Ach du verdammte... Und die Leute frieren immer noch. Als erstes einmal heilen. Und vielleicht sollten... Ich bin mir nicht sicher. Ich habe natürlich auch schon überlegt, sollen wir hier mehr mit Feuerbällen arbeiten? Das Ding ist, dass wir diese Heilung hier so bitter nötig haben. Und ich will das Mana nicht unbedingt... Guck mal. Jetzt muss ich hier links drücken. Jetzt muss ich hier rechts drücken, um das wieder... Oder? Nee, warte mal. Nee, doch. Aber dann zieht er sich... Warte mal, was ist denn jetzt das Problem? Wieso heilt er sich nicht? Heilung? Ist das Ding leer? Ist doch nicht leer, wir haben das doch gerade. Und habe ich gerade, wieso heilt er sich nicht? Da sind 30 Aufladungen noch drin in diesem Zauberstab. Wir können uns nicht mehr heilen.
soll das denn? Okay, jetzt geht's wieder. Ich habe gerade 10, 20 Mal geklickt mit links, hat er nicht geheilt. Jetzt irgendwie plötzlich ging's, nachdem ich das Fenster einmal zu und wieder aufgemacht habe. Gut, machen wir weiter. Nehmen wir ihn wieder. Oh ja, oh Scheiße. Seht ihr den? Jetzt habe ich. Habt ihr das gesehen? Jetzt wollte ich ihm. Wieso kriege ich das jetzt? Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt nicht. Warte mal, ich lade nochmal. Irgendwas stimmt nicht. Was ist denn hier passiert? So funktioniert die Steuerung eigentlich nicht. Naja, komm, wir kämpfen erstmal. Hier geht's nicht lang und weiter. Hier einmal rechts abchecken. Das ist die Sackgasse, wo wir rechts wieder genau den Steinhaufen haben. Also weiter, wir wissen es noch. Weiter nach Süden, an der Ostwand entlang. Osten gucken ist nichts. Nach Westen weitergehen. Wieder nach Süden und runter, soweit es geht. Bis hier und wieder nach Osten. Und dann schauen wir mal hier, was haben wir denn da gefunden? Ich dachte, wir wären jetzt an der... Ja, ach ja, doch, hier waren wir auch. Einmal den Rundgang machen, merken, dass es hier nichts gibt. Aber nur für die Kartenübersicht gehen wir auch hier noch einmal hoch. Das ist der Gang, wo wir eben waren. Jetzt wieder nach Süden. Das ist wahrscheinlich mega verwirrend für euch. Aber das geübte Dungeon-Crawl-Auge kann dem vielleicht folgen. So, jetzt sind wir... Jetzt gehen wir mal... Ach nee, Mist, hier ist eine Sackgasse. Macht nichts. So, jetzt hatten wir, glaube ich, gleich ein Problem. Jetzt probieren wir das nochmal mit dem Heilen vorher. Nimm einen anderen Zauberstab, weil ich dem nicht mehr traue. Na, wobei, der hat ja die Massenheilung. Also bitte Waffe austauschen, das funktioniert ja noch. Dann wähle ich den Zauberspruch aus. Heilung. Dann muss ich wieder hier hin und auf die Leute klicken. Und jetzt zieht er die Leute wieder aus. Das verstehe ich denn nicht. Ich mache irgendwas fundamental falsch. Wieso kann ich meine Leute nicht mehr heilen plötzlich? Bin ich irgendwie doof? Guck mal, eine Trommel. Auch nicht schlecht. Ja komm, was ist denn? Hol den Zauberstab raus, drück auf Heilung und dann klick auf deine Leute. Was ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass ich die dann ausziehe. Wieso? Hä? Das verstehe ich ja gar nicht. Das Problem hatten wir doch noch nie. Nicht reinzoomen, sagt Frabby. Ja, das denke ich auch, aber er zoomt ja von alleine. Sobald ich darüber gehe... Zoomt er von alleine? Wieso zoomt er denn... Ich drücke gar nichts zum Zoom. Das ist ja das Problem bei diesem Spiel hier in dieser frickeligen, in diesem frickeligen Fenster, dass er da alles von alleine macht. Komm mal, zoom mal raus da, was soll das? So, und jetzt heilen. Lauf hier, Heilung auf dich. Nein, okay, ich hol den Zauberstab nochmal raus, drück auf Heilung und drück auf die Leute hier. Jetzt geht's, komisch. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Na komm, einen noch. Okay, jetzt reicht es. Wollen wir nicht über... Oh, guck mal, und jetzt... Das hatten wir früher nicht das Problem. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt wieder nicht. Schau gerade in den Chat, ob ihr... naja, komm, wir machen weiter. Wir haben es ja jetzt geschafft, aber seltsam. Wir hatten die ersten 10, 20 Folgen kein Problem. Und jetzt auf einmal... So. Nimm bitte wieder dieses Wurfding in die Hand. Ich hoffe, wir finden gleich so einen Mana-Kreis. Das wäre hier unten wirklich das Wichtigste. Ein Mana-Kreis, damit wir vielleicht Feuerzauber wirken können. Ich gehe jetzt mal hier lang. Eben sind wir andersrum gegangen. Guck mal, ein eingefrorener Zwerg. Da speichern wir nochmal. Vor dem gefrorenen Zwerg, das lassen wir uns nicht entgehen. Aim safe, danke. Wie, und da sagt keiner was? Stehen wir hinter ihm. Sollen wir den mit einem Feuerzauberspruch? Jetzt wird im Chat gesagt, ich soll mal die Zwergenwaffe ausprobieren, wie wir kürzlich bekommen haben.
Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt doch einmal ganz kurz ein Feuer auf diesen Zwerg. Das ist recht vielversprechend, finde ich. Also, Feuer aktiviert. Feuer ist das. Und los. Voll daneben, geil. Oh. Ich wollte ihn nur auftauen. Na gut, dann looten wir ihn halt. Und seine Axt, ja, die kennen wir. Hast du noch was? Tut mir leid, Buddy, aber ich meine, du hättest ja auch, ich hätte dich auch vereist lassen können. Wo ist der Unterschied? Jetzt bist du halt tot und erlöst. Ja, muss das so? Fragt Zitronenkoyote Zucker. Das frage ich mich auch, aber jetzt ist es passiert. Na? Aber what happens in the Ice Cavern stays in the Ice Cavern. Keiner sagt den Zwergen was davon. Wir haben ja auch keine. Haben wir noch Zwerge in der Party? Ich meine, sonst wäre das vielleicht ein Problem. Aber, oh ja, sogar zwei. Nee, ein. Einen haben wir noch. Queen Sage, you are. Yes, he is. Mad Wreck is, yes. Mad is Wreck. Kill you all, Wreck will. Die. So, hier kam gleich wieder diese Eisdinger. Habe ich noch den Zauberstab in der Hand? Ja, okay, dann probieren wir das gleich nochmal mit Feuer. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Zwerg doch wichtig war. Deswegen mache ich jetzt noch einen neuen. Der nennt sich... Okay, ein bisschen voreilig die Enter-Taste, aber gut. Okay, links oder rechts? Wir machen links. Gefrieren. Kreuzung. Sackgasse. Andere Richtung. Geht's weiter. Eismonster. Die haben wir erledigt. Relativ unspektakulär. Und jetzt wechseln wir die Waffe, oder? Weil dieser Splash, der mit schon mit zu dicht dran sind an den Leuten, ist schon gefährlich. Den letzten kriegen wir doch mit unserem Tomahawk-Platt, oder? Komm her, du verdammtes Eis. Ah! Bin ich da eine Falle getappt? Gut, Ende Gelände. Sag mal, wo war hier? War hier die Falle? Dann müssen wir mal aufpassen. Wir probieren das nochmal aus. Wir gehen hier. Und hier. Ah, nee, da kommt einfach jemand von hinten. Ich weiß nicht, ob ich da die Feuerbälle verschwendet habe. Die Typen, die gehen ja mit einem Schlag tot. Noch einer. Naja, oder manchmal drei. Ja. Hier sehr, sehr, sehr verschachtelt. Wir gehen aber weiter in diese Richtung, in der wir uns gerade befinden. Gucken, es geht nach Norden, wieder nach Osten, wieder nach Norden und Westen, Norden. Ziemlich langer Gang. Und noch ein Eisdude. So, jetzt sind wir ungefähr so weit, wie wir eben waren, als wir gestorben sind. Gar nicht schlecht. Hier alles abgegrast. Komm aber besser durch. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei, ne? Oh, shit. Sie gesehen, wie ich da ausgewichen bin? Die Typen da an der Seite haben nämlich mit Eiszaubern gezaubert. Und jetzt stürmen wir da rein. Gucken noch kurz. Ja, Lebensenergie in Ordnung. Und Stürmitron. Oh, shit, das sind viele. Oh, shit, das sind viel zu viele. Okay, das mit dem Feuerwall ist doch gar nicht so doof. Machen das gleich hier wieder mit Feuerwall. Komm, nimm da einen lustigen Feuerballstab in die Hand. Wer hat dir denn gerade eine Axt in die Hand gedrückt? Gucken auf die Map. Ja, genau. Hier sind die gleich und dann feuern wir da einen ab. Aber so richtig. Oh, raus das Ding. Genau. Und Feuerball! Und Feuerball! Feuerball! So, gut. Jetzt haben wir wieder die Axt raus.
und kümmern uns um den Typen, der hinter uns stehen müsste. Gut. Soll ich das mal speichern? Das war doch. Nein, nee, brauche ich nicht. Das war jetzt. Also, wir haben die erledigt. Gehen jetzt hier mal nach Süden. Dass hier nichts droppen, ne? Okay. Kreuzung hier. Gefährlich. Jetzt nach Westen. Okay, Westen ist ja eine Sackgasse. Also gehen wir nach Süden. Und versuchen aufzuschließen zu unseren alten Erkundungsgängen. Haben wir das gerade getan? Nee, nicht ganz. Aber die Ecke hier kurz erforscht. Habt ihr das gesehen? Ich hab hier unten... Ich hab das einfach getrunken. Habt ihr das gesehen? Hier unten ist so eine... Hier ist so ein Kladdermatsch. Und ich hab da einfach reingegriffen und das getrunken. Was hättet ihr gemacht? Vielleicht den Schnee gegessen hier, ja. Das wäre wahrscheinlich klüger gewesen, als eine random Pfütze zu trinken. Was ist denn los mit dem Typen? Und was hat das jetzt gebracht? Okay, hier schließen wir kurz. Und gehen wieder zurück, um hier weiterzugehen. Oh nein, Sackgasse. Aber das hat uns zumindest auf der Karte jetzt hier... Yeah. Oh Mann, hier ist echt noch viel, was wir abgehen müssen. So, jetzt sind wir hier an der Ecke und müssen nach Norden. Sackgasse, danke für diese Information. Jetzt haben wir die Wahl, jetzt können wir entweder hier rum und weitermachen oder wir schließen hier unten ein bisschen was ab. Wir gehen erstmal Norden lang. Ah, shit, hier lang. Gehen erstmal Norden. Und, jawohl, das bringt uns zu diesem Steinhaufen. Der bringt uns ja gar nicht weiter. Also, das hier ist eine interessante Sackgasse. Also, wenn wir hier links abbiegt, bringt dann das... Aber hier war die Pfütze, ne? Machen wir mal... Pfütze. Dann bin ich Buchstaben los. Okay, Ü will er wahrscheinlich nicht, ne? Ja, klar, macht er nicht. Dann nennen wir es Pudel. Und gehen zurück. Das mit der Pfütze, das hat doch irgendwas auf sich. Hätte ich da... Das war flüssiger Zwerg, sagt der schwarze Kater. Ja, wenn die zu lange da stehen, meinst du? Wir müssen zurück. Wir haben eine falsche Abbiegung genommen. Eine falsche Abzweigung. Aber gleich schauen wir mal, wo wir uns befinden. Und jetzt, wir sind nach Westen ausgerichtet und können hier nach der nächsten Kurve wieder weiterarbeiten. Astrein. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel hier nach Norden. Sackgasse. Gut. Oder wir gehen hier nach Süden. Upp. Ist das wirklich? Nee, das kennen wir schon. Jetzt fehlt nur noch... Oh, hier fehlt eine ganze Menge. Wir machen jetzt aber hier noch eine Runde. Hier, ne? Die Ecke müssen wir noch erforschen. Geradeaus und dann rechts und dann geradeaus. Naja, das kurz abchecken und wir gehen wieder nach Norden weiter. Hier waren wir noch nicht. Okay, Achtung, habe ich mein Tomahawk oder... Ja, mein... Ist er das wirklich? Ja, das ist er wohl, ne? Okay, also los geht's. Krasse Sterbeanimation von diesen Eisorbs, ne? Plumpsen einfach zu Boden. Na gut, jetzt sind wir hier wieder... Oh, shit. Ich glaube, einmal Heilung ist angesagt. Lass mich kurz die Waffe austauschen, danke. Dann holen wir den Zauberstab... Shit, fuck, wir... Gut. Ich mach das mal auf. Heilung. Aber es ist aber... Nee, es ist die falsche Heilung. Egal, ich mach erstmal Heilung auf ihn.
Wir haben den falschen Zauberstab in der Hand. Wir brauchen den mit der Gruppenheilung. Ich glaube, es ist der hier. Es ist mega frickelig, aber nein. Oder ist das Gruppenheilung? Ich glaube, ja. Funktioniert auch wieder. Muss ich die hier nochmal einzeln aufmachen? Ja, okay, das gefällt mir. Also stecken wir den wieder weg. Und ausgetauscht. Also ein kleiner Blick auf die Karte. Und wir sehen, dass wir ein paar... Bevor wir nach Norden weitergehen, schenken wir hier noch die kleinen Sackgassen ab. Und schließen hier unten diesen schwarzen Fleck auf unserer Karte nochmal. Und so, wenn wir jetzt nochmal auf die Karte gucken, sind wir nach Norden ausgerichtet und alles sollte hier erforscht sein. Ja, seht ihr das? Keine offene Wand mehr. Im Süden ist alles durch. Das Einzige ist noch hier die Ecke. Und wir können jetzt noch hier weitergehen. Und das machen wir. Hier geht's nach links oder nach rechts? Nein, okay, rechts geht's nicht. Gehen wir also nach links. Hier geht's Sackgasse. Wieder nach Norden. Oh, jetzt schlagen wir uns mit dem. Haben wir auch geschafft. Karte sagt, wir haben Progress gemacht. Save sagt, bitte speichern nochmal. Gerne, auf B. Game saved. Weiter nach Norden. Ist das überhaupt Norden? Ne, wir gehen nach Osten. Ah ja, klar. So, jetzt dürfen... So, ganz schnell den Zauberstab wechseln, dass ich... Schnell den Zauberstab Feuer aktiviert! Ja, da haben wir aber mega selber Schaden gekriegt. Das war super dumm. Aber so schnell, wie die auf mich zugeflogen sind, war da auch nicht viel mehr drin. Ach, ja, dann können wir den Stab ja direkt wieder in die Hand nehmen. Oh, da haben wir uns selber geblastet mit dem Feuerball. Das war mega dumm. Okay, neue Heilung. Ist ganz gut. Heilung funktioniert jetzt mittlerweile wieder. Wechseln nochmal den Stab aus auf Einzelheilung. Und zwar... Hier, für dich. Haben wir die auch nochmal hochgeheilt? Sehr gut. Bald dürften wir aber auch echt keine Heilung mehr haben. So. Also wir laufen jetzt hier weiter und... Och, guck mal, da müsste ja denn jetzt... Die Steine sein. Ja, da sind sie. Können wir auch nichts gegen machen. Außer, dass wir erfrieren. Keine Zeit verschwenden. Aber wie ihr seht, wir haben hier alles Tow gemacht. Hier war die Pfütze. Und ansonsten müssen wir jetzt wirklich wieder... Ein geheimer Gang. Ja, wo ist der geheime Gang? Wo ist der geheime Gang? Ja, yeah, ich versuche mal ein bisschen durch die Wände zu gehen. Nee, nee, nee. Also hier könnte ja irgendwie ein geheimer Gang sein. Hier ist noch Platz. Oder hier, weil hier auch noch so viel Platz ist. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und schauen uns das hier an, oder? Neben dem Zipfel wird gesagt. Welchen Zipfel meinst du? Nee. In der Mitte, weiter unten. Ja, eure Angaben bezüglich des Ortes des Geheimgangs sind nicht wirklich eindeutig. Okay, wir probieren es hier mal. Vielleicht können wir... Wir probieren jetzt diese Wand, wenn wir hier nach
Süden gehen. Schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Nein. Wir erfrieren stattdessen langsam. Nein. 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 Ich glaube, wir müssen mal den Orb rausholen, ne? Guter Tipp. Tantalus. Wo ist der Orb? Bring back the Orb! Orb, was los? Kannst du nicht mehr? Was ist denn mit unserem Orb los? Wisst ihr das? Orb, da magst du nicht gerne an der Wand liegen. Anscheinend. Lalalala. Ja, da sehen wir es. Wir haben. Oh, guck mal hier, direkt. Ha, wir stehen direkt davor vor so einem geheimen Ding. Seht ihr? Hier ist ein geheimes Ding. Steck ein den Orb. Richte dich aus nach. Ja, Westen doch. Hier lang. Warte mal, konnte man das. Seht ihr hier? Hier soll er sein. Ist er aber nicht! Jetzt hier sowas wie Knöpfe. Ist er auch nicht. Was sagt der Orb? Ja, was sagt ihr dazu? Na, also hier soll der Geheimgang sein, direkt links neben uns, hier vorne, wo wir gerade probiert haben. Hm. Oh, warte mal, was ist das? Ah, ich dachte, den Nippel, da muss ich... Es gibt auch nichts, wo ich drücken könnte. Kein geheimer Gang zu finden. Okay, weiter geht's. Hm. Das Ding kennen wir. Feuerball ist ein guter Tipp von Keegan, aber da würde ich Veto einwerfen. Ich glaube nicht, dass das Spiel sagt, ich muss einen Feuerball gegen die Wand smashen, weil da kriegt man ja, wenn man da kein Geheimgang ist, dann Splash Damage. Glaube ich irgendwie nicht, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, doch, doch. Speichern und probieren. Okay, machen wir. Speichern und probieren. Wenn ihr das sagt, dann probieren wir das nochmal. Ich glaube, hier war die Feuerballmauer. Einmal gespeichert. Baby Busen. Und drücken. Wo ist er? Da ist der Feuerballstab. Zack, 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 zack. Feuerball. Oh, der hat keinen Feuerball geladen. Falscher Stab. Nehmen wir den. Zack, zack. Und Feuerball! Oh, das geht doch. Hammer, mega smart. Das war gut, dass wir das gemacht haben. Danke für den Tipp. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da den Splash Damage kriegt. Ja, dann lass uns den Kram looten. Machen wir gleich, gehen kurz in die Werbung und sehen uns dann wieder hier mit Stonekeep. Wir machen ja schon ein bisschen Fortschritt hier im Eis. Bis gleich. Guck mal von da. Guck gerade in den Chat. Ihr seid auch genauso erstaunt wie ich, dass wir gerade diese Mauer mit einem Feuerball zerstört haben. Lasst mich noch einmal von diesem lustigen Affen. Von dieser lustigen Affennahrung kosten. Nam, nam. Und wir machen weiter, oder? Direkt rein. Den Loot mal auschecken. Okay, Fire Trap on Floor. Oh, guck mal, sieht ein bisschen aus wie ein... Seht ihr den einen Pixel von diesem Symbol? Sieht aus wie ein Stierkopf für mich. Okay, also stecken wir das Ding ein. Hier, zack. Ah, nee, komm, wir machen da hier einen Haufen draus.
So, und dann müssen wir ganz kurz mal zu unseren Zaubersprüchen und suchen den. Da ist er. Das ist eine Mannish Rune. Und da machen wir gleich Fire Trap draus. Fire Trap on the floor. Und hier liegt auch noch was. Das ist ein Eishammer. Hammer. Und was liegt da noch? Ein Lendenschurz. Und was liegt da noch? Nix? Ah, okay. Aber was ist das? Die Chainmail Skirt. Magical. Und das Hammer ist made of ice. Vielleicht kommen wir mit dem Hammer durch diese... Na, gucken wir mal. Wollen wir den Hammer mal ausrüsten? Du hast den Eishammer. Und wer zieht jetzt hier die geilen neuen Pants an? Du ziehst sie an. Okay. Das war ja easy. So, wieso darf ich jetzt nicht mehr weiterlaufen? Darf ich mich nicht mehr bewegen? Okay, was ist los? Wieso darf ich... Was stimmt denn nicht mit dem Spiel heute? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Sind es die Hosen? Die Tastatur geht ja. Q funktioniert, aber ich darf mich nicht mehr bewegen. Wir nehmen mal den komischen Zauberstab wieder raus. Wo ist unsere Wurfaxt? Wer hat die schon wieder verloren hier? Da ist sie. Zack, zack. Nur weil mir langweilig ist, lege ich den Orb hier nochmal hin. Ja, genau wie wir es erwartet haben. So, und jetzt bitte wieder bewegen. Hä? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist das? Ich sag ja, irgendwas stimmt heute nicht mit dem Spiel. Speicher das mal. Lade das mal. Oder warte mal, geht's jetzt? Nee. Bin ich festgefroren? Das würde ja hier als Statusveränderung doch wahrscheinlich irgendwo stehen, oder? Wir gucken noch mal rein. Oh, Leute, guck mal, wir haben jetzt hier plus 1. Ich wusste gar nicht. Erzähl nicht. Oder ist das ein kurzer Buff von der Pfütze? Warte mal. Naja, wir wollten gucken bei den Debuffs, ob hier irgendwas... Nee, steht nichts. Eigentlich geht's allen gut hier. Ist das der Hammer? Ich leg mal kurz den Hammer. Das kann doch nicht sein. Den Eishammer. Nee. Aber wenn ich ihn auf den Boden lege, kann ich mich immer noch nicht bewegen. Ja, das Coole ist ja, dass ich wenigstens permanent die ganze Zeit, die ich rumstehe, Schaden kriege. Somit habe ich auch alle Zeit der Welt. Ja, okay. Zieh nur mal die Hose aus. Das ist ja das Einzige, was jetzt noch... Nee, auch keine Bewegung. Wisst ihr was, Leute? Ich würde das Spiel jetzt einmal beenden und neu starten. Was haltet ihr davon? Das Problem ist nur... Ah doch, wunderbar. Lass mich das einmal neu starten. Das ist doch nicht normal. Okay, da ist es wieder. Schnell gestartet. Überspringen wir den Vorspann. Direkt rein.
kann mich nicht bewegen. Ich lade jetzt einen anderen Safe. Lad mal den. Kann ich mich da bewegen? Ja. Hier kann ich mich bewegen. Okay, pass auf. Was ist da los? Was zur Hölle ist da los? Was haben wir gemacht? Was meint ihr jetzt? Oh, warte, ich muss mal... Hier, der Chat läuft nicht weiter. Sekunde, jetzt sehe ich wieder, was ihr schreibt. So, ich guck kurz. Zu viel Gewicht, fragt Duin. Ja, das kann natürlich sein. Aber wir haben gerade schon mal was abgelegt. Ansonsten, was habt ihr noch gesagt? Übergewicht, muss ein Bug sein, Steine wegmachen. Vielleicht muss ich den gelernten Zauber anwenden. Den Feuerfeinzauber. Have you tried on and off? On and off what? Kann man überladen sein? Schreibt ihr noch? Vielleicht eine Art Debuff? Steine kaputt machen? Vielleicht zu schwer? Soll ich mal die Steine kaputt machen? Wenn ich... Nee, die Steine kriege ich auch nicht kaputt. Ich kann mich nicht mal drehen. Nur Q funktioniert als einziger Button hier. Das ist mega seltsam. Ja, die Steine weghauen habe ich gerade probiert hier. Ihr seht das, so haue ich die Steine weg mit der linken Maustaste. Den neuen Zauber soll ich machen. Ja, ich... Das Doofe ist, den neuen Zauber zu machen, ob ich teleporten kann. Reset. Waren bestimmt Creeper. Ich glaube auch, dass es ein Bug ist. Also den neuen Zauber, das macht ja... Oder meint ihr wirklich? Ich mache nochmal Feuerball. Das geht wenigstens fix. Ich war festgefroren. Wieso war ich festgefroren? Wenn man zu lange steht wahrscheinlich. Kann das sein? Wenn man zu lange steht... Jetzt musste ich mir die Füße verbrennen. Das ist ja crazy. Feuerball hat geholfen. Gut, aber es macht ja wenigstens Sinn, dass man hier festfriert. So, also lass uns mal beeilen. Lass uns mal eilen. Wir müssen wenigstens einmal kurz hier reingehen. Um das zu kartografieren. Ast rein. Also, wir haben hier alles. Wir haben den Eishammer. Aber was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir checken hier die Area ab. Wir gehen jetzt, ich habe jetzt auch Angst, stehen zu bleiben, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht mal, ob die Zeit stehen bleibt, wenn wir in der Map sind. Deswegen will ich nicht stehen bleiben, sonst frieren wir fest. Also mal, ich würde sagen, hier lang. Hier geht's nicht lang. Hier rechts. Wir gehen hier nochmal. Seht ihr das? Machen mal. Ja. Guck mal, hier ist eine Wand. Meint ihr, wir kommen da durch? We will. Ja, sehr gut. Guck mal, so langsam machen die... Bitte nicht festfrieren, bitte schnell durch. Ja. Glück gehabt. Okay, wir haben neue Bereiche. Neue Bereiche. Sollen wir hier... Ah, Skelettmann! Okay, wir speichern auf... B... Skelettmann! Shit. Aber sorry, ein Skelett kann doch nur böse sein. Das war doch garantiert kein gutes Skelett, oder? Und so schnell wie das umgefallen ist. Guck mal, ein geiler neuer Helm. Genauso aus wie mein Alter. Deswegen kriegt hier Zwergenjoe den. Zwergenjoe, willst du den annehmen? Bleib einmal. Geil, Zwergenjoe. Sind wir jetzt festgefroren? Nein, Glück gehabt. So, Skelettman. Steht da. Oh, guck mal, da passiert was. Was ist das denn für ein lustiger? Oh. Oh, und da ist das Goldkettenhemd für unseren goldenen Zwerg.
Golden Dwarf. Und ein Ring. Komm, davon haben wir. Wie viele Finger haben wir? Genug. Woo! Aber das sieht aus wie der gleiche Ring. Ach komm. Was haben wir hier? Noch ein Ring. Gut, den kriegst du jetzt aber mal ein. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr bleibt. Ich will meinen Partymitgliedern außer mir ungerne Sachen geben. Die sind alle so wertvoll und bei Stonekeep hauen die gerne mal ab, die Leute. Magisches Feuer. Wollen wir da mal reingreifen, ohne vorher zu speichern? Oh, geil. Ein Ding. Stecken wir mal ein. Und jetzt brennt das Feuer nicht mehr. Was haben wir hier eingesammelt? Magical Fire. It's cold to the touch. Cold to the touch. Wollen wir mal rein da? Passiert nichts. Okay, also hier geht's lang. Nochmal kurz die Ecke abchecken. Okay, jetzt haben wir dieses Magical Fire. Das war wahrscheinlich für den Zwerg, sagt Louis Rösler. Ja, du hast so recht, aber den haben wir ja jetzt gesprengt. Den haben wir jetzt. Der Zwerg ist Geschichte. Den hätten wir da bestimmt mit auftauen können. Aber wir gehen jetzt lieber wieder zurück und schauen, was hier so ist. Hoffentlich spawnen diese Ice Orbs nicht wieder. Ich hasse die Dinger. Mega unkontrollierbar. Weiß man nicht, ob die einen gleich platt machen oder nicht. Ja, ich mache auch noch mal rechts wieder oben auf, damit ihr seht, in welche Himmelsrichtung wir uns bewegen. Die Map hilft da auch bei. Wir sind nämlich falsch gegangen. Wir hätten hier gar nicht. Wir gehen jetzt hier die nächste links. Und zwar hier. Und dann geradeaus. Und dann rechts. Und gerade hoch. Wir sind fast da. Stop. This tunnel is dangerous. We need to be careful. Safe. Safen wir auf C. Okay. Herrlich, sagt er. Wir haben gesaved, also von daher gehen wir mal hier ganz. Achso, Einsturz gefährdet. Ja, come on. Bewegen, damit wir nicht festhängen. Aber man sieht, naja, man kann das wieder aufräumen. Schlimm ist es nicht. Immer mal wieder bewegen, dass wir nicht festhängen, ja? Jetzt kann man darauf, okay. Boah, wie viele Steine sind denn das? Komm, das machen wir später. Wer weiß, ob wir überhaupt zurück müssen. Wir gehen weiter hier lang. Und was ist das? Oh, 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 oh. Das sieht aus wie ein Typ mit einem Bogen. Komm, wir holen mal diese Eisflamme raus. Eisflamme. Shit, jetzt ist der Kram runtergefallen. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Boah, das gibt's doch nicht. Wo ist die Eisflamme hin? Und wer hat hier runtergescrollt? Leute, habt ihr das gesehen? Wir haben das Ding runterfallen lassen und jetzt ist es weg. Das ist doch auch nicht nur, das brauchen wir doch, das Teil. Guck nochmal ins Inventar. Wenn ihr alles blaue Eisding seht, nee. Hier aber was Blaues, nee, das ist es nicht. Hä?
gucke in den Chat und da wird Enrico Palazzo sagt, wieder ein normaler, einfacher Feuerzauber zum Auftauen, ja. Feuerball hat den Zwerg gerade umgebracht. Und vorher laden müssten wir eigentlich auch, weil wir haben jetzt dieses Eisding aus unerfindlichen Gründen verloren. Ich kann es ja nicht mal mehr aufheben. Hier ist es nicht und das Eisding ist garantiert wichtig. Ich habe es hier benutzt, hier ist es runtergefallen und hier ist es weg. Ist es im Schnee versunken? Ich weiß nicht. Ich muss kurz vorher laden. Dann gehen wir da durch. Hinter uns fällt die Decke ein. Oh, seht ihr, man darf das Ding. Was ist da los? Das ist wieder. Guck mal, ich muss schon wieder neu laden, weil das schon wieder passiert ist. Also, sollen wir ihn wirklich mit dem Feuerball? Der Feuerball war es nicht, der den Zwerg umgebracht hat, sagt Darkman. Hm. Ja, ja, ich. Ihr gebt mir sehr viele Tipps, die teilweise auch ein bisschen widersprüchlich sind. Dementsprechend speichern wir mal. Und probieren es mal aus. Einmal den Knochen auf dem Weg, zack, den Typen wegspeichern. Safen den einmal hier. Feuerball aktivieren. Mal hier, so ein kleiner Feuerball von dem Stab muss es regeln. Oh, ach Mann, das ist kein Feuer. Hast du Feuer? Du hast Feuer. Achtung, Feuer! Shit. Wir haben irgendwas mit dem Zwerg falsch gemacht. Meint ihr auch? Hey, Buddy. Token. Where did you get it? Welches Token? And you and I have similar goals. I am Enigma, the last of my kind. Shall we join forces and defeat our enemies? Dir gerade einen Ring gerieben, Alter. I will not intrude then. Let me save you that trip. I still have a favor or two with some elementals. Done. Prepare yourself. He's gone. Ooh, an Earth Elemental's vortex power! Neat! He is on his way home. I have said too much. Let us go. He is still a warrior. What? Okay, wir haben. Ich wusste es doch. Eines Tages, irgendein Elfentyp ist noch am Start. Was hat er denn hier für Superpants an? Super magische Karottenhosen oder was? Naja, komm. Das Problem ist natürlich wie immer bei Spielen dieser Art, aus dieser Zeit, dass Partymitglieder unverhofft und plötzlich die Party verlassen. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass dieser verdammte Zwerg Khazrak gerade ein komplettes Set Goldrüstung von mir angezogen gekriegt hat. Nagelneue Goldrüstung plus einen richtig geilen Ring. Und das sagt uns, wir laden neu. Oder?
Das gute Goldhemd, sagt auch Sabine Staud. Ja, 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 der Zwerg mit der. Das war auch wieder vom Timing. Ich sag ja, scheiß auf Zwerge. Die ganze Zeit rennen wir mit diesen verdammten Zwergen rum und am Ende machen die nur Ärger. Und jetzt der letzte Zwerg, dem wir noch vertraut haben, genau in dem Moment, wo wir ihm die Rüstung geben, wo wir sagen, okay, cool, du hast es verdient, kriegst auch einen Ring, haut der sofort ab. Und habt ihr die Begründung gehört? Die war so hanebüchen. So, komm, Feuerball. Zwerg als erstes. Ja, und den goldenen Eishammer hat er auch noch hier. Der ist darunter Gold, das weiß nur ich. Aber, komm, zack, aus mit dem Kram. Gib uns alle deine Klamotten. Hier, Goldrüstung. Hau ab mit dem, gib mir das da. Da, genau. Und ein Halsband. Jawohl, und ein Ring. Richtig. Und ein Helm, den hast du auch gerade gekriegt. Seh dir, nur das. Und was sind das für hübsche Schuhe, du? Gib mir deine Schuhe. Kann ich sagen, mit goldenen Schuhen an. Nee. Mit einer Nase. Na gut, wir haben ihn komplett ausgezogen. Jetzt kann der Typ gehen. Denn, wiederholen wir das Ganze jetzt nochmal. Also, einmal bitte 11. Forces and defeat our enemies. It is time for me to leave. What? Surely we could use another sword. I will not be trouble, Sir Dwarf. It doesn't matter, Elf. I shall not travel with you. Corvette, this does not become you. I will not intrude then. No, no, that is not it. I am far from home, Dread. I am a warrior. With warriors' dreams. But we are going where I should not go. Well, this elf can serve you better than I. Enough. I'm going. It's a long journey back to the home. Well, at least let me save you that trip. I still have a favor or two with some elementals. Done. Prepare yourself. He is on his way home. I have said too much. Let us go. He is still a warrior. Das verstehe ich nicht ganz. Ja klar, es ist still ein Warrior. Was, hä? Na gut. Also, wir haben jetzt hier diesen lustigen Elfen am Start. Der kriegt jetzt die noch warmen Klamotten unseres Zwergenkumpels. Als erstes ziehe ich hier meinen Zauberstab aus. Nee, den lasse ich an, weil es gibt Leute zu heilen. Mega umständlich, aber es funktioniert. Heil den Jungen, heil ihn. Heil like it's hot. Okay, Zauberstab ist leer. Zauberstab ausziehen. Zauberstab ausgezogen. Nein, der Ring. Zauberstab ausgezogen. Stattdessen nehmen wir wieder unser Wurf. Wurf ab, das gefällt mir sehr, sehr gut. Du mit Double Daggers bist wahrscheinlich auch gut so aufgehoben. Du hast ja eh keine Waffe. Was machen wir denn jetzt mit dem Eishammer? Der sieht auch sehr verführerisch aus. Was hast du denn? Du siehst eh, dich kann man gar nicht erkennen. Wo ist denn bei dir oben und unten, du komischer Elf? Schwebt der so ein bisschen? Was ist denn? Naja, wir rüsten den mal aus. Als erstes, lieber Elf, bekommst du die goldene Rüstung. Geil, geht nicht. Wollen wir dem Typ... Aber der sieht so lustig aus mit seiner Harlequin-Verkleidung. Sollen wir das anziehen? Naja, wir müssen das jetzt anscheinend mal abchecken. Also, was ist besser? Wir checken mal ganz kurz ab. Also, wir haben mit dem Ding... Merkt euch das. Ach Mist, jetzt war das die Geschichte. Jetzt weiß ich immer gar nicht. Hier, Defense, Offense, Offense.
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es immer noch nicht gerafft. Wir haben zweimal Offense und noch einmal Defense. Wir haben aber nur einen offensiven Gegenstand, einen defensiven Gegenstand. Ich raff's wirklich nicht. Drei Werte für zwei Gegenstände. Oder ist das für beide Hände, ne? Ist das richtig? Hook Daisy sagt es gerade, das ist linke Hand, rechte Hand und das ist Verteidigung, oder was? Das kann natürlich sein. Was haben wir denn in der linken Hand? Schild? Ich glaube, ja. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das linke und rechte Hand. Offen sind die Waffen, sagt der Green. Ja gut, das ist uns klar. Das ist schon klar. Aber ich glaube, die meisten haben begriffen, wo hier das Problem ist. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Linke Hand, rechte Hand, Verteidigung. So macht Sinn. Okay. Und jetzt wissen wir, dass unser Dingsdangs hier. Aber es ist halt auch mega komisch, ne? Wenn das Verteidigung ist, wie ist es denn hier unten das. Ach nee, das sind die Hände. Hä? Ah ja, gut. Jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich es gerafft. Okay. Oder? Ja. 23, 18. 37, 17 und jetzt gucken wir mal, wie viel. Wobei wir behalten erstmal die Verteidigung im Auge, okay? 23, 18, 17. Und jetzt? 24, 18, 14. Also weniger auf Pierce, aber mehr auf Cut. Aber wir haben hier drei weniger und dafür nur einen mehr. Also ist unsere super Goldrüstung. Ja, die ist magisch, aber. Irgendwie. Warte mal, wir haben sie ja jetzt an. Dann gucken wir, wir können ja nochmal gucken, haben wir jetzt wenigstens. Nee, wir haben ja keine Afflictions. Wir haben ja nichts, kein Buff drauf gekriegt. Dann bleibe ich bei der. Die sieht nämlich, ist nämlich so eine Plattenrüstung. Und Plattenrüstung, weiß man ja, ist in der Regel ein bisschen stärker als eine Kettenrüstung, oder? Ich weiß nicht, wie korrekt das historisch ist, aber ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen, dass so eine massive Platte schon ein bisschen besser ist als so ein popeliges Kettenhemd. Na, da kann dich ja jede Wespe durchstechen durch so ein Kettenhemd. Naja, komm, kein Quatsch erzählen hier. Wir geben der Elfe noch einen Ring. Die Elfe zieht sich auch keine Ringe an. Die ist richtig krüsch. Da würde ich sagen, was macht deine Hand? Die ist auch schon voll. Was mit dir, Junge? Kannst du Ringe tragen? Der Goblin kann auch keine. Wir haben zu viele Ringe. Es gibt keine Leute mehr, die Ringe tragen können. Können wir das hier irgendwo überstülpen? Auch nicht. Krass. Ja, wir können keine Ringe mehr tragen. Kann auch irgendwer dieses lustige Amulett. Nee, du hast ja das Hufeisen-Amulett. Du hast das leuchtende. Krass. Wir können den Elfen gar nicht ausrüsten. Der Fucker, der. Ich meine, der hat. Seht ihr das? Er hat, glaube ich, einen Bogen in der Hand. Einen riesigen Bogen. Und er hat hier diese lustige, modische Hose an. Der ist schon ausgerüstet. Ich kann ihn genau wie diese Tante hier, die Fee. Kann ich ihn leider nicht mehr ausrüsten. Er hat sogar hier einen Köcher. Ich glaube, alles ist gut. Wo sind wir? Hier am Ende beim Elfenman. Ja, wir haben den Elfenman. Gucken mal, hat er was liegen lassen? Nein. Ja, das ist eine Fee. Daedalos fragt es gerade. Dieses Ding hier rechts oben, das soll eine Fee sein. Dieser Fleischblob. Wie ein unfertiger Pizzateig sieht es für ihn aus. Hast du recht. Mir würden auch noch andere Sachen einfallen. Komm durch da. Jawohl. Noch sind wir nicht festgefroren.
Weiter geht's hier. Ist der blaue Hammer jetzt besser wie die Wurfaxt? Ja, das wollten wir auch noch abchecken. Du hast vollkommen recht. Zap Rap. Wir checken das gleich ab, wenn wir diese riesigen gefrorenen Haufen weggeräumt haben. Warte mal, vielleicht ist der Hammer ja hier schon besser. Wo ist der Hammer? Auf jeden Fall ist er schneller. Viel schneller. Ist ein mega schneller Eishammer. Wir haben 27 Crush mit dem. 27 Crush gegen, was war das? Gegen 37 Cut. Bleiben wir bei dem Wurfding, oder? Die Wurfaxt hatte 100% Accuracy, sagt Keegan 89. Das klingt auch sehr krass. Also wir bleiben bei der Axt, die ist immer noch ziemlich cool. Wo sind wir? Und hier rum. Na, wo sind wir? Jetzt hier geradeaus, Neuland. Und hier waren wir schon. Ja, dann haben wir... Ist noch irgendwas offen? Nee. Das hier, die Ecke, die zählt nicht. Accuracy geht hoch mit Nutzung. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ich bleib bei dir, weil das ist eine Wurfwaffe. Wurfwaffen, ne, nicht zu unterschätzen, kann man halt werfen. Aber wie sieht's denn hier mit dem Rest aus? Ich würde mal... Guck mal, wir sind gerade an einer Stelle, die sehr nach Orb aussieht. Als könnte man hier mal wieder den Orb rausholen. Holen wir den Orb raus. Orbi Orbsen, bitte einmal drehen. Nach Norden. Ach egal, komm, wir machen das mal. Wir sind nach Westen ausgerichtet. Wieso will der Orb manchmal und manchmal nicht? Das verstehe ich auch nicht, dieses Spiel. Hier willst du, oder was? Okay. Hier sind Gegner direkt über uns. Was soll das denn? Wieso sind da denn noch Gegner? Blau heißt ja wahrscheinlich dieser Eismonster. Wir checken das nochmal ab. Dazu müssten wir uns... Hier waren die Punkte. Wir gehen da nochmal gucken, ob es da wirklich wieder die Gegner gespawnt sind. Ach nee, das sind die kleinen... Die Jungs, okay. Die sind auch leicht bläulich, ne? Denen ist verdammt kalt. A weapon you have found? Yes, yes! Cold fire kill Ice Queen! Done well you have! Now, Kandok will tell you secret. Passage it is to Ice Queen's realm. Go now and kill her! Wo ist die Passage? Ah, wir haben sie gehört, die Passage. Er hat sie für uns aufgemacht hier. Danke, kleiner grüner Freund. Jawohl, genau hier. Perfekter Moment, um nochmal zu speichern, weil ich glaube, wir haben richtig gut hier abgesahnt. Hook Daisy sagt, nicht das Level verlassen mit der Flamme. Ja, Parchment haben wir gefunden. Wichtige Informationen kommen gerade aus dem Chat raus. Ich will jetzt keinen Fehler machen, aber wir haben ja gerade gespeichert. Wenn wir einen Fehler machen, dann laden wir einfach wieder. Wir gehen jetzt in diesen Geheimgang lang. Das machen wir hier erst rein. Sehen wir, wo wir jetzt hinkommen. Wir sollen ja die Queen töten und das kriegen wir schon hin. Das machen wir jetzt. Ansonsten, Hook Daisy sagt es nämlich gerade, der vertrauen wir ja. Nicht das Level verlassen mit der Flamme. Denn sag doch gerne, warum wir das nicht machen sollen, beziehungsweise was wir stattdessen machen sollen. Das würde mich dann nochmal interessieren. Das Parchment kann man einem Chagra geben, falls du es noch nicht getan hast. Ja, ich glaube, das haben wir schon gemacht mit dem Parchment, oder? Hatten wir da nicht zwei von? Wir gehen nochmal zurück. Die
Kleinen Goblins waren da ja um die Ecke. Können wir das wirklich einem von denen geben? Guck mal, ich gehe ganz dicht dran und gebe ihm das. Nee, das funktioniert so nicht. Seid ihr euch sicher, dass ich das... Ich probiere es nochmal hier, ist ja noch einer. Wo ist der Junge? Sind hier an den Ecken immer. Nee, nicht die Ecke. Die auch nicht. Hier ist auch keiner. Wo ist der? Hier. Auch nicht. Wo seid ihr? Da. Normalerweise melden die sich doch, wenn die was annehmen. Weil... Siehst du, ich habe hier nicht das Übergabe-Hand-Symbol. Ich glaube, wir hatten zwei. Wir hatten zwei Scrolls und wir haben das schon gemacht. Ja, das haben wir schon gemacht. Das ist schon eine Weile her mit den Parchments, glaube ich. Mit den Pergamenten. Wir gehen jetzt weiter den Weg lang. Ich soll die Flamme wieder in die Feuerstelle zurücklegen. Und, Ja, ich schaue jetzt immer noch im Chat, weil da sehr viele interessante Sachen gerade stehen. Und das mit dem Pergament haben wir, glaube ich, gemacht. Also, da ist alles gut. Okay, jetzt sind wir hier am Ende angekommen, einer langen Gasse. Perfekter Moment für... Wo ist Orbsen? Ja, für den Orb. Oh ja, alles klar. Also direkt, es ist doch... Kann ich das sprengen? Was meint ihr? Kommen wir da durch? Wollen wir das probieren? Boah, das hat funktioniert. Wir sind mega schlau. Zack, ich würde an der Stelle... Mach hier mir nochmal. Wisst ihr, warum ich festhing? Letztes Mal. Ich kann es genau sagen, ich habe es rausgefunden. Das erste Mal hingen wir am Boden fest, weil wir uns direkt vor der Wand befunden haben und den Feuerball draufgeschmissen haben. Und wie ihr seht, fallen diese Dinger ein vor die Wand und wir standen direkt drin. Und jetzt kann ich auch gerade nicht mehr nach vorne gehen. Wir standen in diesen Dingern drin. Und die mussten wir erst abräumen. Dann konnten wir uns bewegen. Na? Ah! Erschrocken, sorry. Lange nicht mehr gekämpft. Aber der Elf schießt mit Pfeilen, das war schon mal cool. Wollen wir uns nochmal heilen? Und mit unserem neuen Superzauberstab, das ist unser neuester Mega-Elfen-Zauberstab, mit... Wir haben nicht mal eine richtig gute Heilung dabei. Na gut, komm, heilen wir den. So. Auswechseln, dass das immer so lange dauert, ne? Aber damit leben wir jetzt. Wunderbar. Bleibt bei der Wurfaxt. Genau, Wurfaxt aktiviert und wir gehen weiter hier. Gucken erstmal, was im Norden abgeht. Hier ist eine Wand. If it isn't the hero. Feeling a little cold, are we? Warm enough, thanks. It'll get colder, hero. Trust me on that.
The orbs you have are worth everything to the Shadow King. He'll grant me anything I desire when I take them from you. Tough words, but you don't look that dangerous to me. Oh, really? I hope you like my frosty sense of humor, then. Holy shit, die kämpft gegen uns! Was machen wir? Können wir kämpfen gegen die? Wir können einen Schritt zurückgehen und... Jetzt sind wir eingefroren. Okay. Alles klar, das ist doch die böse Queen. Sollten wir da nicht, Sollen wir da die blaue Flamme benutzen? Wir probieren es einfach. Das wird sein, oder? Wobei, sie ist ja auch aus Eis. Wieso sollte diese... Naja, komm, wir finden schon raus. Aber habt ihr gesehen, wie nach jedem Angriff ihr kleines Oberteil hochgefluffelt ist? Das war schon auffällig, ne? So, wo ist denn unser... Blauer Orb, du klein... Jetzt habe ich... Ach, da, sehr gut. Komm, ab nach oben mit dir. Dich brauchen wir gleich. Und das schmeiße ich gleich auf dich. Also, wir gehen hier durch, kämpfen kurz gegen den Orbsen. Fall schon runter. Das ist der lameste Umhang, den ihr je gesehen habt. Der sieht so geklaut aus dem Hotel aus. Das ist doch original ein Handtuch. So sieht doch kein Umhang aus, oder? Oh, really? Der sieht aus, als wäre der aus Frotti. Super dick und so und super kuschelig. Okay, jetzt holen wir es raus, das Ding. Zack. Oh, nee, wieso kann ich nicht? Ich kann nicht auf mein Inventar. Ich bin gefroren. Nix geht. Super gut. Okay, anscheinend doof. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Habt ihr das gesehen gerade? Wir machen es nochmal. Ich war so lange eingefroren, bis genau zu dem Moment, wo ich den Orb benutzen konnte. Und den konnte ich benutzen eine Millisekunde, bevor ich gestorben bin. Do it again. Ach, nice. So, haben wir den. Komm. Nicht, dass wir da lange suchen müssen. Da ist er wieder. Ab nach oben mit dir. Wisst ihr was? Ich kann nicht mit dem auch. Ja, mach mal so. Ha! Geht nicht. Habt ihr gesehen? Ich hab's ihr in den Kopf geworfen. Oh, ihr Thron! Soll ich ihren Thron kaputt machen? Hier ist ein Ding. Soll ich das lesen? Kämpfen wir noch gegen die Tante? Ice Queen, Kulkun wants you to invade the fairy realm. The terrible troll has informed him that an orb has been collected and is waiting for him there. The prophecy will be turned. Okay, ja, pff, who cares? Ich mach jetzt deinen Thron kaputt. Wo ist mein Feuerballstab? Ist überhaupt Feuerball mit drin? Gucken wir mal. Feuerball. Feuerball! Oh, guck mal, das ging wirklich. Soll ich noch einen? Ich glaube, es hat gereicht. Und jetzt? Jetzt kann ich... Ah, das heilt! Aber nur einmal. Geschmolzener Schnee heilt.
Die ganze Party. Wir verfolgen die Queen. Ich weiß, sie ist in eine andere Richtung weitergegangen, aber... Die ist hier runtergelaufen, oder? Ach, ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt nochmal hier gucken. Doch, ich glaube, wir haben ja gegen sie gekämpft. Und dann ist sie hier nach da rechts weggelaufen. Jawohl, die ist hier irgendwo, die Tante. Was sagt ihr hier? Soll ich mal den Orb hinlegen? Oh ja, das sieht tatsächlich... Aber man würde außenrum auch... Komm, weg damit. Wir gucken gerade nach Süden. Also lass uns wieder einen Schritt nach Norden und mal versuchen, außenrum zu gehen. Ich glaube, die Tante... Werden wir eh gleich sehen. Komm, und... Sind sie das auf den Fuß gefallen, oder was war das? So, hier runter, kurz die Map abchecken, ja. Wenn wir jetzt hier ein vorgehen, haben wir es kartografiert. Und wenn wir hier nach Süden gehen, ist das Süden, ja. Dann machen wir hier einen kleinen Rundgang. Töten alle Eisbälle. Und jetzt, hier ist der Rundgang komplett. Und jetzt sind wir genau unter der Stelle. Wo ist sie? Na, jetzt gehen wir so, warte, ich mache erst den Typen platt, dann haben wir Ruhe und dann gucken wir uns das nochmal auf der Karte an. Oder ist die Königin jetzt besiegt? Meint ihr nicht, dass da nochmal was kommt? Wir sind jetzt genau hier drunter. Warte, ich schmeiß nochmal hier nochmal ein Orb hin. Das, weil hier war doch ein Gang, oder nicht? Als wir eben den Orb hingeschmissen haben. Direkt neben uns ist ein Gang. Na, seht ihr das? Da ist ein Gang direkt neben uns. Soll ich wieder Feuerball machen? Feuerball an die Wand? Achtung, aber dann hängen wir wieder fest. Mal gucken. Oh, hat nicht funktioniert. Okay, das hat nicht funktioniert diesmal. Okay, okay. Ich dachte jetzt, es funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, wir haben leider keine Zeit mehr für heute. Wir speichern. Aber morgen ist ein neuer Tag. Morgen haben wir wieder einen Slot, da können wir wieder Stonekeep spielen. Ich mache mal hier nicht auf D, sondern auf Last Save. So smart wie sonst auch. Free Dragon. Da, letzter Save. Da, genau. Das Ding ist saved. Und ja, cool, dass ihr dabei wart, Dr. Green. Ah, nee, der Green. Dishi, Karottenpower. Hook Daisy hat uns wieder wertvolle Tipps gegeben. Schmolle war auch dabei. Probelauf, Flatulenzen und Partner kennen wir auch noch. Freddy, Isma Wurscht, Capru, Nils Seaway, Zitronenkoyote, Chrisma, Hackmet, Paul One, Darkman, Eyeless Leech, Bad Bugs, Crazy Business. Komm, ich kann nicht alle vorlesen, aber ihr könnt morgen wieder einschalten oder ihr bleibt einfach dran. Das ist die beste der Alternativen. Ne? Das war's von mir mit Stonekeep. Ich sag tschüss, bis dann.